So. Damit herzlich willkommen zurück zu Part 61. Sagen wir es mal so. Das, was ich gehört habe, hat mir nicht gefallen. Hat mir wirklich nicht gefallen. Ich habe die Befürchtung, die haben da diesen Wukong da reingesetzt. Hier hochklettern können. Sie fragen, ob du das willst. Wir fallen hier runter. Okay. Ich glaube, ich bin in dem Gebiet, das Evira erwähnte. Hier gibt es definitiv tödliche Maschinen. Wenn hier irgendwo ein Köder ist, findet mein Fokus ihn vielleicht. Muss ich jetzt gegen so einen Donnerkiefer kämpfen? Das ist noch so extrem übertrieben. Ich sollte was anderes nehmen als Post. Bebenzahn. Er hat aber schon auf die Schnauze bekommen. Die haben alle schon aufs Maul bekommen. Okay, das geht ja noch. Oder es liegt am Schwierigkeitsgrad. Bebenzahn, ich verstehe. Also nicht wirklich, aber... Ich gehe hier ganz entspannt, ganz langsam vor, Pfeil für Pfeil, ohne irgendwelche... Hey, was passiert mit dem? Warum brennt er gleich? Einfach gehen. Warum ist da ein Pixelfehler? Mäht einfach die Bäume um. Ich weiß nicht, ob der auch wieder abhaut. Ist ja schon chillig, so ein Elefant. Ich habe Herzklopfen. Ja, entspannen wir uns mal.
Also wenn was abfällt, dann gibt's richtig Aua. Hey, warum? Wie haben die mich gesehen? Ich glaube, ich werde gleich sterben, weil das eine richtig dumme Idee war. Ja, natürlich übertreiben die es hier ein bisschen. Aber die Frage ist, wie haben sie mich auch? Super viel. Nee, keine Planänderung, das läuft erstaunlich gut. Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist oder nicht, aber... Ich kann froh sein, dass der Vogel da so ein bisschen blöd ist. Oh komm, übertreibt man nicht. Also eben so schön da gestanden. Sandro Vogel, da. Ja, es war zu knapp. Okay, ich sollte mich umsehen. Vielleicht finde ich einen Köder. Ich habe keine Ahnung, warum die mich jetzt gesehen haben. Ich wollte es eigentlich wesentlich anders da lösen. Aber okay, dann ist es halt so. Ich habe es geschafft. Also ich sag ganz ehrlich, normal hätte ich es so nie geschafft. Warte mal, sollte doch eigentlich... Fallenstellerin, Kriegerin, Nahkampfkombos frei, Effekten von Nahrung und Fallen. Eindringling ist vielleicht auch gar nicht verkehrt. Mannpirscher. Wollte ich doch ausrüsten.
Da hinten ist er. Die Frage ist jetzt nur, wo finde ich das Vorrats... Hier. Kann dass er hier reingelaufen ist, weswegen der eben schön Frost Damage oder so genommen hat? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, das Vorratslager. Ah, hier unten. Da hätte ich mich vielleicht auch mal drin verstecken können. Nicht so wenig Platz für Tränke, das. Bald kommen die Sterne raus. Noch ein Köder. Ich sollte mich darum kümmern. Warum hat es da eben gekracht? Na schön, jetzt wird das Ding abgeschaltet. So, weg damit. Noch ein seltsames Protokoll von dem Julius. Es erwähnt einen dritten Köder in der Nähe. Ich schaue mir das an. Und da lag ich wohl richtig. Die Sinets haben diese Dinger hier gelassen, um Maschinen anzulocken, die den Zugang zu ihrer Basis schützen. Das habe ich mir schon fast gedacht. Aloy. So, und die Frage ist jetzt nur, wo ist das nächste? Na, links. Gut. Ja, hier bin ich richtig. Ja, komm. Den hätten sie sich ja gut sparen können. So, dalle. Diese Lümmel. Da ist der Köder. Ich muss die Maschine erledigen, bevor ich ihn abschalten kann. Ich könnte die Maschine anzünden. Aber viele. Aber wohl sind nur drei. Ich glaube, der wollte mich angreifen. Hat aber nicht geschafft, weil sein Kumpel weg war. Wo will der hin? Was? Sollte er mich nicht angreifen? Und nicht weglaufen?
eine der vermissten Telakt. Was macht eine Fremde so weit hier draußen? Das Tal freimachen. Du musst eine der vermissten Telakt sein. Alle dachten, du wärst tot. Beinahe. Dax und Kenalla. Sind sie? Kenalla lebt. Ivira hat sie gerettet. Apropos. Aloy. Ivira. Konntest du nicht widerstehen? Ups. Und meine Chance vertun, mit der Streiterin im Tal der Gefallenen zu jagen? Niemals. Wie ich sehe, hast du Ivetta. Das sieht mal nach Kampf aus. Bist du dabei, Marschallin? Meine Klinge gehört dir! Plasma-Munition. Blut der Zehen! Wir dürfen die Dinger töten? Was sind die? Ah, die mag ich überhaupt nicht. Die gefallen mir kein Stück. Ich hasse diese Dinger. Warum sind... Mann. Das muss ich mal voll vergessen. Wir sind echt ein bisschen übertrieben, bei aller Liebe. Sagen, was du willst, aber die finde ich ein bisschen too much. Auch die Elle so lange, um aufzustehen. Lieber Entwickler, schon mal was von Balance gehört? Nee, ne? Warum müssen die sich immer... Ich springe durch die halbe Map, mache einen riesen Angriff, aber auf der anderen Seite natürlich. Hau dann gerade nochmal weiter. Mal sehen, das ist. Ich habe keinen Job. Der Munition.
Maschinen erledigen. Dann kann ich den Köder überbrücken. Alter Schwede, diese Pizza. Ich werde nach Rebecca sehen! Ich sollte den Köder in der Nähe überbrücken, damit keine Maschinen mehr hergelockt werden. Ein bisschen overpowered. Finde ich jetzt. Jetzt sollte ich den Köder überbrücken können. Na gut, dann ist das so. Okay. Müsste der letzte sein. Sieht aus, als wäre da eine Aufzeichnung. Hey, Arschloch! Erik hat also eine einfache KI mit den Ködern beauftragt. Die hat sich beim Überbrücken des letzten wohl selbst abgeschaltet. Ich sollte Evira informieren, dass das Teil sicher ist. Unfassbar, dass du sie besiegt hast. Unsere Strat. Bin gleich zurück. Übel, übel. Sie braucht einen Arzt, aber sie schafft es. Dank dir. Jedes Mal, wenn wir uns treffen, ist es der beste Tag, um zu kämpfen. Dieser Kampf war außergewöhnlich. Und diese seltsamen Maschinen. Meinst du, es kommen noch mehr? Nein. Ich fand heraus, was die Maschinen ins Tal brachte. Und setzte dem ein Ende. Oh, gute Nachricht für den Clan. Du willst nicht noch mehr von den Dingern bekämpfen, Evira. Sie sind nicht wie andere Maschinen. Für die Meister, denen sie gehorchen, sind Menschen unbequem. Sie töten jeden, ohne nachzudenken. Und irgendwann muss ich mich um sie kümmern. Die Lichter vor der Küste, sind die von ihnen? Ja. Es ist eine Art Schild, um die Insel zu schützen. Die Maschinen in diesem Tal sollten jeden töten, der in die Nähe kommt. Sinnloses Gemetzel. Es ist etwas für eine Streiterin, keine Marschallin. Bitte, nimm das hier. Es kann dir zukünftig helfen. Danke. Das Tal sollte sicher sein, erstmal. Aber du musst den anderen Tenakt sagen, dass sie sich von der Insel fernhalten sollen. Beim Wort der Streiterin. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, Aloy. Super, wunderbar. Fähigkeitspunkte gab es ein paar, EP und Himmelsschlagbolzen. Durchdringende Munition ist jetzt für eine deiner Waffen verfügbar. Okay. Durchschlagende Munition, warte mal. Das ist Blitzeisen. Das, ich würde sagen, sieht eigentlich ganz gut aus. Kritische Trefferchance. Sollte ich vielleicht auf meinem... Ups, Entschuldigung. Auf meinem Scharfschussbogen wäre es vielleicht nicht schlecht, ne? Entfernte Gegner, das wäre natürlich auch noch interessant. Zieh- und Aufladegeschwindigkeit. Oh, das ist auch ziemlich gut. Jawohl, das nehme ich. So, Warte mal, Tarnschaden. Ja, das passt schon. Können wir erstmal so machen. So, dann wollen wir mal gucken, was wir als nächstes hier haben. Ich habe das Gefühl, die sollte hier noch nicht offiziell sein. Habe ich so... das Gefühl. Die Frage ist, wie will ich denn am besten lang? Was haben wir hier? Sitzt der Wächter?
mache ich das hier erstmal. Einfach aus dem Aspekt her, dass ich dann wesentlich... Ja, doch, kann man machen. Bis dahin kann ich dann auch hier... Wenn ich dann was... Ja. Doch, gefällt mir ganz gut. Ich habe die Reise gebeten, weil ich da nämlich die Karte ein bisschen aufdecken kann. Ein Vorrat für die Jagd. Hallo, Klettkiefer. Ich bin nebenher noch ein bisschen am Lebkuchen essen. Das ist ein Schimpanse oder was soll das sein? Fabian? Ich bleib halt bei dieser Taktik. Wenn man will oder nicht. Interessant, dass sie so viel verlieren, ne? Kann ich aber sofort... ist aber ganz schön fix. Nicht wirklich angriffslustig, ne? Irgendwie. Hab ich so... Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass... Ich weiß nicht. Die sind zwar imposant, aber irgendwie nur am rumlümmeln. Wenn ich aber dafür bedenke, was sie mit Altbekannten. Was sie mit altbekannten Monstern gemacht haben. Noch ein Außenposten voller Rebellen. Zerschocktreter auf dem Weg. Oh, diese Rebellen bereiten wirklich einen herzlichen.
noch gerade erst gesucht. Hier sind noch ein paar mehr. Die Fallen sind noch intakt. Das bist du also. So, schlag so da lang, wie ihr wollt. Ja, natürlich. Du bist erledigt. Feuer! Der Soldat mit der schweren Rüstung ist der Boss dieser Gruppe. Du warst das also! Oh, sag mal, treffe ich jetzt nicht, oder was? Lass doch gleich bleiben. Ich bin die Protagonistin des Spiels. Also klar will ich siegen. Was war das? Oh, ich hasse dieses. Vielleicht hat der Anführer Marken. Ich sollte nachsehen. So, trinken wir mal. Du hast mich gar nicht, weil ich hab die mich auch nicht. Olle Schrapnelle. Das hatte ich jetzt nicht vor. Marken. Keine Ahnung, wozu die gut sind. Ich nehme sie erstmal an mich. Ohne einen Anführer sollten die Rebellen von hier verschwinden. Aber ich könnte mich auch jetzt um sie kümmern.
Auf jeden Fall bin ich hier fertig. Die Luft ist rein. Hoffentlich bleibt das auch so. Super. Aber ich will auf jeden Fall hier noch alles looten. Allein aus dem Grund her, dass ich vielleicht was super, was Gutes finde. Wahrscheinlich aus anderen Dörfern geplündert. Na klar. Wer denn sonst? Super. Ist hier irgendwas in der Nähe? Nee, ne? Gut, dann gehe ich erstmal weiter. Stiller Schlagschaden gegen arglose Gegner. 200% Fernkampfschaden gegen... Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das gleich verbessern? Ne, es braucht 5, ne? Geil! Mächtigen Schuss aus Knien, der beim explodieren. Ist jetzt auf Dauer auch nicht so geil. Nicht schlecht. Also ich kann damit leben. Aber so ein Trippelschuss wäre natürlich wesentlich geiler. Ja, na gut. Unbekannter Unterschlupf. Ja gut, da komme ich sowieso vorbei. Da kann man mal vorbeigehen. Also wie gesagt, ich bin immer noch sehr begeistert. Von der Grafik zumindest. Machen wir mal den Schnellspeicher, Hannes. Mein Rucksack ist voll. Ich pack's in den Vorrat. Super. Super. Oh, mit dem Bogen bin ich hier besser bedient. Schweinchen brauche ich, glaube ich, nicht mehr. Bei Ziegen bin ich mir nicht ganz sicher. Oder Steinböcken. Das war gut. Dickhornschaf. Weißt du? Das hinterfrage ich jetzt mal nicht. Unbekanntes Krallen. Krallenstreiterareal. Okay, das ist so ein kleiner Raptor. Sehr viel Säure, um die zu erledigen. Oder? Einmal ordentlich Aua Bohaua.
Ups. Ja. Ich will zwar nichts sagen, aber der lief. Frage ist, wo ist der andere jetzt hin? Muss doch da irgendwo sein. Okay, das gefällt mir. Dieser Skill gefällt mir, nur dieses Ausdauer ist halt irgendwie. Ne. Na, Vorrat geschickt. Okay. Super. Nur zwei? Naja, ist okay. Kann man mal machen. Let's go. Da ist noch ein Lagerfeuer. Nehme ich natürlich mit. Natürlich im Regen. Wollte schon sagen. Im Regen brennen, da ist natürlich alles Aua. Herrlich. Nee, aber ich muss sagen, gefällt mir. Bis jetzt sehr gut. Immer noch drei Pfeile drin. Ich weiß halt echt nicht wirklich, was ich alles brauche. Gut, ich habe es mir irgendwann mal aufgeschrieben, dementsprechend. Ja, ich habe gemerkt, folgendes. Aufnahme wird zu lang. Ups, tschüss.